Wollen wir mal nachgucken lassen, ob das tief genug ist? Schauen wir mal, ne? Das ist halt nicht platt genug. Das ist auch nicht, ne? Gut, ne? 82 habe ich. Messen, aber das zählt nicht, Alter. Ja, ne? Muss man durch. Ja, wir haben keinen Hammer, oder? Ja, doch. Stock. Irgendwie haben wir einen Prügel oder irgendwas. Mir ist das so egal. Also. So. Ja. Tischler. Ja, Mann! Ja, Mann! Schreib zu ihm! Schön! Dich braucht hier keiner mehr! Natürlich bin ich ein reiferer Mensch geworden durch Wanderschaft. Auf der anderen Seite bin ich aber auch viel unsteter und wahnsinniger geworden über die ganze Zeit. Und das bedarf dann auch einer gewissen Phase, um halt wieder sesshaft zu werden, wo man so ein paar Sachen abstellen muss, die man halt vorher auf Wanderschaft sich angeeignet hat. Aber ich versuche mich immer noch so wenig Zwängen wie möglich zu unterwerfen, was in der Realität, also so wie ich jetzt lebe, schwierig ist. Man muss die Kfz-Versicherung bezahlen und alles. Da ist mit treiben lassen, ist nichts mehr so einfach. Attention, please. Ja, schön, dass ihr heute Abend alle hier so zahlreich vertreten seid. Also Lukas hat sich jetzt endgültig entschieden gehabt, dann letzten Endes dann doch für 3 Jahre und einen Tag auf traditionelle Wanderschaft zu gehen. Und da der Geselle Lukas noch nicht so aussieht wie ein Wandergeselle, haben wir da mal was vorbereitet. Ausziehen. Und da fehlt ja noch eine große Sache, ne? Ihm fehlt ja eigentlich auch nur noch die wichtigste Sache. Ja, aber schick ist er jetzt schon, oder? Ein Hut! Er braucht noch seinen Hut! Und zack, bisschen mehr Spannung. Dann gut aus. Jetzt. Thank you.
die Weinflasche kommen halt Glückwünsche und Souvenirs an, die er dann nach 3 Jahren und einem Tag dann wieder ausgraben wird. Vielleicht legst du die einfach mal da rein. Lukas, ist soweit. Lukas! Es gibt Unsicherheiten. Natürlich, wenn du am Anfang des Tages bist mitten im Nix, hast die Taschen leer, hast nichts zu fressen, dann gibt es die Unsicherheit, was passiert als nächstes. Aber es kommt dann was. Irgendwas kommt immer. Und entweder ist es halt der Apfelbaum, der voll ist, oder stehst du beim Bäcker, fragst jemanden, können Sie mir bitte ein Brötchen mitbringen, ich habe Hunger. Macht der Mensch das? Der Mensch ist im Grunde seines Herzens doch ein Guter, eigentlich. Natürlich kommt er mal, was wollen die von mir? Und? Ich habe eine Frage gestellt, habe eine dumme Antwort gekriegt. Fertig, der Nächste gibt eine andere Antwort. Man hat ja Zeit, rennt ja nichts weg. Schlafplatz für heute Abend, haben wir schon geklärt alles, ne? Okay. Und das ist auch nicht weit, das ist einfach nur die Straße hier hoch. Genau, also bis 9 haben sie gesagt, oder bis 9:30 halt irgendwie spätestens, können wir dann halt da vorbeikommen und dann... Wie spät ist jetzt? 6:30, glaube ich. Lass was weiß ich, die... Also die haben uns auch noch zum Essen eingeladen, wenn ihr was essen wollt oder so. Also ist alles jetzt nicht... super, ist jetzt nicht so... Wenn die Leute um Geld anbettelst, ist eine dumme Sache. Wenn du hingehst und sagst, Entschuldigung, ich habe Hunger, ist auf einmal der Tisch voll mit Käse, Brot und Wein. Weil allein diese Tatsache, dass man so lebt, diese Freiheit mitbringt auch, das ist ein Traum, den andere Menschen vielleicht sich nicht wagen zu träumen. Und davon wird man gefüttert. Und dann muss man halt auch annehmen können, dass der halt, oder in Tschechien, wo das Ehepaar ihr Ehebett leer geräumt hat und in der Küche auf dem Boden gepennt haben, damit ich da im Ehebett pennen konnte. Muss man annehmen können. Da kannst du erklären, was du willst. Das verstehen die nicht, wollen die auch nicht verstehen. Das ist eine Ehre, dass du da bist. Und dann nimmst du es auch an. Sonst verletzt du die Menschen, kränkst du. Boah, cool. Kannst du mal reingucken. Elf Lukas Trapp. Ist das Holz? Das ist Holz, ja. Das L. Das darf ich jetzt auch aufmachen. Das ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich nicht dran. Hast du das selber geschrieben, oder? Nee, das haben meine Altgesellen für mich machen lassen und selber gemacht halt. Stell mir gut vor, so wenn man halt irgendwann älter ist und das Wanderbuch nochmal hervorholen kann. Ja, kannst du Enkelkinder erzählen. Ah, das sind die Kreise, oder? Wo genau, meine Bannmeilen und mein Gesellenbrief. Ja, genau, dass du nicht vergisst, wo du nicht hin darfst. Richtig. Genau. Ich meine, du erlebst so viel. Und gerade halt, wenn du so rumläufst und diese Sachen machst, triffst du halt auch viele interessante Menschen.
weil die sich für dich interessieren. Man bringt halt die Freiheit, man bringt Geschichten, man ist interessant, man holt aus der Realität heraus die Tristesse. Das ist ein altes Siegel. Also eine wahnsinnige Sache war bei Tengelmann in München so eine kleine Omi, die stand dann vor mir und griff mir so ans Revers vom Jackett und strich da drin hoch so und sagt zu mir, guckt mir tief in die Augen, ich kannte auch mal einen Wandergesellen. Das war geil. Vor allem, das wusstest du halt dann von vornherein, was der Mann halt gemacht hat. Der hat ihr eine gute Zeit verschafft. Und das sind wunderschöne, unbezahlbare Begebenheiten. Das ist so. Und bis dahin ist es momentan. Dann müssen wir dann auch noch was machen. Müssen wir noch unterschreiben. Ja, würde mich freuen, irgendwie so eine Art Arbeitszeugnis, irgendeinen netten Text von euch da reinzuhören, ja, wenn ich hier gearbeitet habe. Auf jeden Fall. Würde mich freuen. Arbeitszeugnis stelle ich dir halt. Oh, jetzt mache ich Bei uns ist halt, wie gesagt, du hast deine Hände Arbeit und damit kannst du auch dein Essen generieren und deine Schlafmöglichkeiten und alles. Und also ist nicht vergleichbar mit irgendwas anderem. Man fühlt sich direkt besser, wenn man irgendwo hinkommt. Man kann sich handwerklich beteiligen am Geschehen und man ist direkt integraler Bestandteil des Ganzen. Ich denke mal, das ist eine der reellsten Formen frei zu sein, weil wenn du brauchst, kannst du, wenn du nicht brauchst, lässt es halt sein. Und das ist gut. Ja, es gibt nichts Größeres als nutzlos zu sein, ja. Niemand nutzt dich ab, nutzt dich aus, benutzt dich, sondern bist nur da, fertig. Grashalm in den Mund, Vögel beim Zwitschern zugucken, super. Das ist die kleine Kosmosblase um dich rum. Und das, was da ist, hast du, was weg ist, ist weg. Ist halt ein Subsystem quasi. Das ist jetzt mies, oder? Ja. Ja, mein Remo. Das heißt? Ja, dann Freitagabend. Stell dir vor, du bist frei von allem und dann kriegst du wieder ein Handy in der Hand, dann
musste Versicherungen abschließen, musste wieder für andere Leute arbeiten halt. Und hast wieder Verpflichtungen und du musst. Das ist schwierig. Wenn du vorher nicht gemusst hast, ist halt schwer, wieder sich umzustellen und wieder Verantwortung zu tragen für Institutionen und Dinge, die du eigentlich gar nicht haben willst. Das macht es nicht einfacher, Wanderschaft. Macht es nicht einfacher, in der Realität zu existieren. Definitiv nicht. Mhm. 24,3. 45,7. Also ich habe gelernt, viel loszulassen und wenig mich an Sachen zu binden. So mental, also mich fängt nichts. Ich habe auch keine Angst, auch mit meiner Selbstständigkeit und so. Ihr habt da keine Ängste. Wenn es nicht funktioniert, mache ich was anderes. Scheißegal. Also das kann ich definitiv sagen. Es hat mich weiterhin bestärkt, dass ich weniger Angst habe, vor allem. Kein Geld, kein Geld. Irgendwas kommt schon. Geht weiter, fertig. Dank, dass Sie mich mitnehmen.